Und damit herzlich willkommen zu Let's Play unter schwarzer Flagge. Das letzte Mal haben wir ein Kriegsschiff versenkt, wohlgemerkt ein Kriegsschiff. Und wir wollten nach Puerto Santo. Ich will auch gucken, was es ist. Da hat man mal einen Affenzahn drauf. Was? Mach dich da hoch, Mensch. Die haben auf jeden Fall Schiss vor uns. Auffrischende Brise. Es ist Wahnsinn, wie wichtig das ist, dass man gut ein bisschen gutes Wetter hat. Zum Segeln zumindest. Komm, ich mach hier rüber. Dass ich hier weg kann. Ich will einfach erstmal nur nach Puerto Santo. Wir haben jetzt ein bisschen was zu essen wenigstens. Wir sind auch schon viel, viel länger unterwegs, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Die Mannschaft würde euch bis in die Hölle folgen, Sir. Ich wollte auch nach Santiago eigentlich. Sofort, Sir! Ausnahmsweise sage ich nein. Land in Sicht! Wir sollten das Schiff hier zur Reparatur auf Kiel legen. Du kannst mich mal. Ich heuer an. Oh, drei. Reise. Vermögen. Mehr als steinreich. Und ich würde sagen... Ich nehme immer alle Offiziere mit, ich weiß auch nicht warum. Naja, das Problem ist, man hat halt relativ schnell mal keine mehr. Okay. Leute. Das ist mir viel zu viel, wenn ich bin. 40 reichen. Ich nehme mal 3 Granaten mit. Ein paar mit Pistolen. Das Schießpulver könnte ich euch auch mal spaßeshalber zeigen, wie das funktioniert. Eigentlich hin. So einen mega weiten Weg erstmal. Oh Gott, ist das eine große Stadt. Müssen irgendwas gucken. Was ist das? Bank? Das ist doch meine Bank. Haufen Lagerhäuser. Und ich vermute meine Gouverneur. Ich kann mir gar nicht runter. Wo könnte sich der Gouverneur von hier hinten könnte sein? Aha, ich bin so gut. In der Nähe von dem Fort. Relativ gut gesichert. Also hier komme ich super durch. Und hier hinten lang. Den Gouverneur von hier vorne erwischen, damit die Kanonen hiervon schießen. Sollte eigentlich machbar sein. Erstmal müssen wir hierher kommen. Der hat eine Pistole, ja. 3 mit Pistole, habe ich keinen mit Schießpulver. Beute ohne Beute, Säbelmusketen, Granatenpistolen. Doch, einer hat Schießpulver. Das ist eigentlich nur zum Zeigen, wenn ich ehrlich bin. Dieser Weg ist absolut sinnlos, wenn ich ehrlich bin. Nur da, um die Leute zu nerven, glaube ich. Die hassen uns ja schließlich, von daher ist es okay, wenn wir hier... Musketen haben wir eigentlich... Eigentlich haben wir die ganzen Waffen schon mal gesehen. Die schießen ja auf uns mit Musketen, Pistolen, Granaten, habt ihr ja auch schon gesehen. Sieht nicht anders aus, wenn wir das nutzen. Das einzige Unterschied ist Schießpulver. Der Typ sollte aber nicht rumlaufen mit dem Schießpulver, sondern das kannst du irgendwo hinstellen und dann in die Luft sprengen. Dafür ist das eigentlich gedacht, glaube ich. Plus. So, die Piraten kommen. Hier sind ja haufenweise Bauernhäuser. Könnte man alles plündern, aber wie gesagt, ihr kommt viel besser, wenn ihr einfach den Gouverneur erobert.
Zuckerrohr. Schön. Weil wenn ihr einen Gouverneur habt, habt ihr sofort die ganze Stadt und das ist einfach viel besser. Ich rechne aber mit einem harten Gefecht, wenn ich ehrlich bin. Die sind auch so vermögend wie, glaube ich, noch keine andere Stadt, außer Havanna vielleicht. Ich glaube, dann könnten wir direkt unsere Beute nochmal teilen. Was bist du für ein Spaßfunkelsäbel? Oh, ne, eine Granate. Kann auch nur einmal werfen, der Typ. Oh, ich glaube, das Schießpulver ist langsamer. Ah, ne, ist eine Kanone. Es geht ja bald los. Wir sind wenigstens keine Türme, die uns nebenbei beschießen. Das ist sehr angenehm in der Beziehung. Ich finde es schön, dass wir bloß ein paar Kanonen raus haben, aber die ja gleich alle teilweise unbesetzt haben. Wir müssen auf jeden Fall unsere Kanonen hochkriegen, weil unter einer halben Anhöhe sind die halt wertlos. So ziemlich. Das Einzige, was sie damit töten, sind unsere Leute. So. Tun wir mal so, als wäre das die Flankensicherung. Ihr dürft übrigens nicht vergessen, Musketen mussten damals noch mühevoll von Hand geladen werden. Das heißt, Pulver rein, feststampfen, Kugel rein, feststampfen. Wenn du Glück hast, hast du schon einen Zündstein und dann konntest du wenigstens gleich schießen. Es gab auch so Spezialanfertigungen mit zwei Läufen, wo du halt einfach geschossen hast, gedreht und konntest nochmal schießen. So, der Herr mit dem Schießpulver. So, da gibt's Pulver anzünden, Pulverfass absetzen, Feuer einstellen, ach ja, das geht ja auch feuerfrei. Schritt, Stellung halten, nur Säbelkämpfer. Hauptsache Waffe. Gefangene freilassen und alles und alle angreifen. Den lassen wir aber hier hinten. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Der wird eigentlich sonst nur umgebracht, glaube ich. Der hat die Granate? Ja. Die sollte man vor allem anfangs hinten lassen, wenn ich ehrlich bin. Komm, gib auf. Ich wollte gerade sagen, das willst du dir nicht antun. Die mit Granaten sind eigentlich echt gefährlich, weil du hast keine richtige Handhabe. Wenn du sagst, irgendwie angreifen, dann werfen die ihre Granate auch. Und dann haben sie bloß noch ihren Säbel. Ich habe erst gedacht, oh, das sind wie Minikanonen, aber nein, sind sie nicht. So, sobald der oben ist, kann ich die Bauern da loswerden. Die hauen auch teilweise manchmal ab. Das wird ein sehr interessanter Kampf, glaube ich, weil das ist eine wirklich große Stadt mit viel Bevölkerung. Okay, wir sind oben. Der Granadier hat geworfen. Der hat jetzt keine Granate mehr. Das andere, was ihr gesehen habt, war eine Granate. So. Oder... Ja, so ist gut. Dich hätte ich auch gern hier oben. Weiter geht's. Die Kanoniere haben natürlich ein schweres Los in der Beziehung. Diese Kanone zu schieben ist bestimmt echter Knochenjob. Hat die sie gerade festgepackt? Ah ja, anscheinend schon. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Shit, jetzt bin ich tatsächlich drangekommen. Entschuldigung, dass ich euer Haus zerstört habe. Größter Feind bin ich mir selber. So, die geben eh gleich auf. Ihr habt eh keine Chance gegen mich. Ah, hatte ich noch einen mit Granate anscheinend.
habe keine Ahnung, was das hier werden soll. Da hat sich die Kanone gerade wegteleportiert. Habt ihr das gesehen? Die hier. Das hat euch umgehauen, oder? So, die da hinten sichern jetzt mal unseren Rückzug. Ich brauche eigentlich nur die Kanonen hier oben. Die Adligen sind unglaublich stark. So, die Bäuerin werden wir auch alle umbringen. Ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt angerannt kommt. Das ist sowas von hirnverbrannt. Die Bauern verstehe ich ja, die haben Messer, aber die... Warum die Mädchen vorschicken und alles? Kann ich eigentlich vorbeilaufen? Damit das sich... geht, glaube ich, gerade doch nicht. Oh, kann ich denn doch hier hoch? Geht mal da hoch. Schieß aber vorher mal dahin. Okay, lass sie ankommen. Da prügelt sie, da oben prügelt sich eine Frau mit einem... einem von meinen. Okay, weiter geht's. Und da gibt es gleich ein paar Geschütze. Ich habe das Gefühl, wenn die sich ergeben, sterben sie schneller. Ergib dich. Nein, 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 nein. Ah, der Kanone wird bald mit schießen. Den machen wir gleich mal kaputt einfach. Oder wir gehen hier hoch. Wir hauen mal ab. Kommt die adligen Armee an. Ach, jetzt kommt schon. Kinder sind auch saudämlich. Es wundert mich nicht, wenn ihr nicht erwachsen werdet. Ja, kommt hoch da. Weiter. Durch Zurücklaufen wird es nicht besser. Müssen vorrücken.
Die Adligen werden jetzt meine Leute da hinten töten. Damit muss ich leben. Feuer! Ja, feuert! Feuert dahin, mir doch egal. Boah, ich hasse es! Haben wir jetzt alle Leute da verloren? Nur weil die sich da festgebackt haben, ehrlich gesagt. Oh, wir haben zwei Kanonen behalten. Tja, die müssen das jetzt reißen. Ja, so wird's bestimmt... Ja, im Kreislauf bringt bestimmt was. Die dürfen wir jetzt auf keinen Fall rankommen lassen. Kanonen sind im Nahkampf nicht wirklich zu gebrauchen. Wenn jetzt irgendwas von der Stadt kaputt geht, ist mir sowas von egal. Ich will das jetzt. Ich will diese Stadt jetzt haben. Ach, kommt schon. Du da runter. Du da hin. Einen haben wir immerhin. Geh doch einfach hier runter, du Affe! Komm, der andere konnte's auch! Ich find's doof, dass man die nicht kurz abmachen kann. So, traut ihr euch gegen zwei Kanonen? Offenbar schon. Okay, jetzt haben wir erwischt. Direkte Treffer sind auch für die tödlich. Oh, ist ja fast noch schief gegangen. Ein Gouverneur müssten wir eigentlich jetzt demnächst haben. Ich töte noch schnell die Kinder hier, bevor sie irgendwas Böses vorhaben. Und die Adligen da auch gleich. Pfeif auf die Infamie. Ich glaube, je mehr Infamie man hat, umso schlimmer ist es. Umso mehr gehen die Piratenjäger und alles auf einen los. Oh, Kakao haben sie auch schon angebaut. Den müssen wir kriegen. Sehr gut, ist die blöde Adlige auch gleich weg. Ein Glück haben wir wenigstens noch zwei von den Kanonen. Also mit einer wäre das echt schlecht, vor allem gegen die... Gegen die Herrschaften hier. Oh oh. Nein! Idiot.
Gut. Aber noch Glück gehabt, der hat's überlebt. Ist das hier eigentlich... Ach, kann ich nicht angreifen, okay. Okay. Warte mal. Der hat gewartet. Gar nicht so doof. So, einen Gouverneur können wir auf jeden Fall holen. Den haben sie relativ ungeschützt gelassen. Er hat sich aber was Schönes hier ausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Aber ist halt jetzt ungeschützt. In der Nähe vom Vor, im Vor wäre es natürlich besser gewesen. Hoffen wir mal drauf, dass die Kanonentürme jetzt nicht schießen können. Aber andererseits, so oder so, wir können ihn zerschießen. Feuert? Ja, geht drauf zu, das ist eine clevere Idee. Ich will ihn so schnell wie möglich haben. Der hält ein bisschen weniger aus als dieses eine kleine Klobegitter. Das ist halt mehr auf Prunk hier ausgesetzt, habe ich das Gefühl. Was sind wir für Erbeuten? Ich glaube, das wird richtig viel. Los, ich will den haben. Hält doch ein bisschen was aus. Bevor es auf blöde Ideen kommen. Ah ja, die heilen sich wirklich, die Kanone, was dauert. 70.000. Also warum sollte man jetzt die Stadt plündern? Stadt verlassen? Zuckerbaumwolle, nicht sehr viel. 180 Zivilbevölkerung, 6 Soldaten, 21 unserer Leute. So, wir sind mal gnädig. Sehr gut. Nochmal 6.000, super. Wir könnten jetzt die Stadt vernichten, aber ich besetze sie einfach mal. Ich nehme mal hier, der hat relativ wenig und der ist hässlich. Wir sollten das Schiff hier zur Reparatur auf Kiel legen. Das ist eine gute Idee. Hier sind Schiffe zu verkaufen. Oder könnten wir die Beute schon teilen? Was, gerade mal 3.400? Das ist ja ein Witz. Hier sind Schiffe zu verkaufen. Ich freue mich, euch wiederzusehen, mein Alter. Lasst uns einen Blutschwur tun, dass wir ein Leben lang Brüder sein werden. Der legale Eigentumsverhältnis, was in der Stadt Santiago ist. Die Winde, das bringt mir überhaupt nichts. Wehen, Mart. Die haben immer noch viel Geld. Verkaufen wir gleich mal das, was wir nicht brauchen. Wow, ich bin echt enttäuscht. Hier sind Schiffe zu verkaufen. Kommt. Warten wir mal ein paar Tage. Hier sind Schiffe zu verkaufen. Hier sind Schiffe zu verkaufen. So, dem geht's wieder gut. Und ich würde sagen... Granaten haben wir eh schon gesehen. Pistolen wissen wir eigentlich auch, wie sie aus, wie es läuft. Warte mal, wir haben 6. So, 24 sind wir bei 99.000. Das ist aber immer noch nicht so viel, wie ich gern hätte tatsächlich. Kanon 0, das scheint ein Bug zu sein. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir nach Santiago. So, welche Herstellung sind wir? Schiff ahoi! Sie sehen wie Händler aus!
Die auch? Ich glaube, sie haben uns gesehen. Sehen wie Kriegsschiffe aus. Danke. Ey, was ist denn das? Ich glaube, sie haben uns gesehen. Auf nach Santiago. Es Santiago. Ist nur ein Schiff. Santiago, bitte. Ah, ich warte mal lieber noch kurz. Wie viel Hafengebühren haben wir hier eigentlich? 35 Peso, das ist ja echt Wucher. Also die Spanier scheinen uns zu hassen. Die Mannschaft würde euch bis in die Hölle folgen, Sir. Hier unten sollten wir vielleicht mal die spanische Flagge machen. Schiff ahoi! Ernsthaft, die lauern uns hier auf? Ich will nicht gegen euch kämpfen, verdammt. Zwei Fregatten. Okay, ich glaube, es hat geholfen, dass das Spiel jetzt abstürzt. Ist egal. Ich wollte eh ausmachen. Das war unter schwarzer Flagge für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Mal sehen, ob wir uns da irgendwie rausmanövrieren können aus diesem Debakel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Wir pissen dich an und krönen laut und brechen dir die Zehen. Und segelst du in unsere Richtung, pass auf, dann sag ich dir. Wir kapern ein Schiff und setzen dich aufs Ritz. Zum Mali-Piraten sind wir. Gut, damit wir... Ja-ho-ho! Ja-ho-ho! Und der Trinkerwabbeldeim! Trinkerwabbeldeim, brechen wir in ein Nasenbein. Zum Mali-Piraten sind wir. Besser, mit dem Ja-ho-ho! Ja-ho-ho! Und der Trinkerwabbeldeim! Trinkerwabbeldeim, brechen wir in ein Nasenbein. Hacken deine Zipfel ab und verfüttern ihn an Schwein. Somali-Piraten sind wir. Somali-Piraten sind wir. Somali-Piraten sind wir.